Ich möchte jetzt weiter am Bau des Gerüstes arbeiten und brauche dazu zunächst weitere Deckbretter. Und die schneide ich jetzt weiter zu. Am besten man versäubert die immer gleich nach dem Zusägen. Dann weiß man noch am besten, wo die Macken sitzen. Der lässt sich gut schneiden. Das liegt an den Stäben. Dann tue ich den mal ganz weit weg. Gleich noch mehr. Achteinhalb, 17, 25, 5. Am besten schneide ich den auch gleich völlig auf. 8,5, 17, 25, 5. Und Ende der Fahnenstange. Ich schneide das kürzeste Stück zuerst ab. Dadurch habe ich jetzt mehr Grifffläche. Säubere das und lege es gleich auf den Materialstapel. Thank you.
Von den Querhölzern habe ich jetzt wieder einige. Was mir jetzt fehlt, sind die Längsstützen. Und da hatte ich mir eine Länge von 11 zugeschnitten. Die Längsspitzen waren ja aus Hölzern 3x5. 5er, 3er. Jo. Ich brauche ja für den nächsten Bauabschnitt mindestens 4 Stück davon. Und diesmal fällt die Rechnerei relativ leicht. 11, 22, 33 und 44. Mann, ist das spröde. Ich versäubere das noch. Und damit hätte ich alles Baumaterial, was ich jetzt für die nächsten Schritte brauche. Wobei ich jetzt noch eben anzeichnen muss, wie es denn weitergeht. Ich will ja mit einem 2,5 cm Abstand von den Seiten arbeiten. Den Strich auf der sichtbaren Seite. Und auch hier Strich auf der sichtbaren Seite und behalte diese Hölzchen hier gleich vor Ort. Und dieses hier werde ich jetzt schon mal mit Leim einreiben. Ich muss das irgendwie fixieren mit einem Gewicht, damit es mir nicht dauernd wegrutscht. Eben prüfen, ob das jetzt so vernünftig sitzt. Ja, so könnte es passen. Und auch das Hölzchen ist völlig okay.
Auch das kann jetzt so bleiben. Kann ich die frisch geschnittenen Bretter aufdrücken. Hier zwei Stück peile ich mal die Rechtwinkligkeit, das ist okay. Ja. Ich peile wieder die Rechtwinkligkeit. Diesmal sehe ich eine winzige Abweichung. Ich muss das etwas mehr hier unten abwinkeln. Ja, das ist wieder im rechtwinkligen Bereich. Ja, das ist akzeptabel. Bei dem kann ich jetzt, weil keine Längsglatten da laufen, ziemlich direkt anlegen. Und auch das ist akzeptabel. Nehme ich noch ein bisschen Gewicht mit drauf.
Es soll ja auch beim Kleben aneinander gepresst bleiben.